Wusstet ihr schon, dass das Ernestinum vor 500 Jahren gegründet wurde? Darum geht es in diesem Film. Es wird Zeit, die beiden mittelalterlichen Schulen an der Margaretenkirche und an der Marienkirche zusammenzulegen. Überholt sind die Lehrpläne und die Räume verfallen. Werter Kurfürst Johann, was halten Sie davon? Werter Pfarrer Mikronius, dies ist eine großartige Idee. So lasst uns hier im Augustinerkloster eine neue Schule gründen. Ich hätte auch schon eine Idee für den ersten Schulmeister. Hiermit ernennen wir Sie, Magister Basilius Moneris, zum ersten Rektor unserer neuen Schule Agotana, die in etwa 100 Jahren zum Gymnasium Illustra ernannt wird. Ich fühle mich sehr geehrt, diese Aufgabe zu übernehmen. Guten Morgen, liebe Primaner. Guten Morgen, Herr Rektor Lindemann. Setzt euch. Zur Erinnerung, wie lauten die Schulregeln? Der Lehrer solle sich freundlich den um Rat suchenden und Fragenden zeigen und durch eigene Gewissenhaftigkeit den Fleiß der Schüler wecken. Die Schüler sollen den Unterrichtslektionen mit höchster Aufmerksamkeit zuhören, das Diktierte aufnehmen und jede Pflicht fleißig ausführen. Wenn die Eltern durch Beispiel nicht nutzen können, dann sollen sie wenigstens den Fleiß und der Tugend ihr Sohn nicht entgegenstehen. Was steht heute auf der Stundentafel? Susenbach. Wir haben heute 2 Stunden Latein, 1 Stunde Musik, 1 Stunde Griechisch, 1 Stunde Ethik, 1 Stunde Logik und zum Schluss 1 Stunde Religion. Und nun schlagt die Bücher auf Seite 10 und 11 auf. Werter Herzog, willkommen im Gymnasium Illustre. Vielen Dank für diese Einladung. Setzen Sie sich doch. Werter Rektor Andreas Reier, ich habe beschlossen, die Schulpflicht für alle Kinder einzuführen, dass hier die Bauern gelehrter seien als anderswo die Edelleute. Dies ist eine gute Idee. Wir werden sie möglichst schnell umsetzen. Toll, dies zu hören. Herein. Sehr geehrter Herzog Ernst I. von Sachsen-Coburg, Ernst Wilhelm Arnoldi sowie viele andere aus der Gesellschaft und ich vertreten die Meinung, dass für die industrielle Revolution ein diesbezügliches Gymnasium unabdingbar ist. Dankenswerterweise möchte der Herr Arnoldi einen nicht unerheblichen finanziellen Beitrag dazu leisten. Karl Gottlieb Brettschneider und ich hoffen sehr, Sie, geehrter Herzog Ernst, auf unserer Seite zu haben. Dies ist eine hervorragende Idee. Ich unterstütze Sie gerne. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Mitwirkenden, sowie vor allem bei Herzog Ernst I. von Sachsen-Coburg-Gotha, der uns dieses Grundstück zum Bau des herzoglichen Realgymnasiums kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Meine werten Herren, auch wenn sich unsere beiden Schulen, das Gymnasium Illustre und das herzogliche Realgymnasium, noch in einem guten Zustand befinden, so ergibt auf herzoglichen Erlass die Vereinigung der beiden Schulen zum Gymnasium Ernestinum zu Gotha. Was? Mein schönes Realgymnasium? Das können Sie nicht tun! Nun, wie sich das entwickeln werde, muss der Zeit überlassen bleiben. Damit bin ich absolut nicht einverstanden!
Direktor Schulrat Loft und Direktor Oberschulrat Rost, Sie werden in einer Feierstunde in Ehren verabschiedet. Neuer Rektor der Doppelschulen mit 2-2-Gegen wird Karl Joachim Marquardt. Vielen Dank, ich fühle mich sehr geehrt. Alles Gute, Rektor Marquardt! Gut, dann ist das geklärt. Hallo Leute, schön, dass wir uns alle mal wieder sehen. Hallo, wie geht es euch? Mir geht es gut, aber erinnert ihr euch noch an die schlimmen Zeiten des Krieges? Ja, alles begann 1939 am 1. September. Das Ernestino musste geschlossen werden und Schüler mussten auf andere Schulen gehen und konnten kein Abitur machen. Kampfjets flogen durch die Luft und warfen Bomben ab. Helikopter zogen in den Krieg und bombardierten Häuser. Ja, es war einfach grausam. Nach dem Krieg wurde Deutschland in zwei Staaten aufgeteilt und hier in der DDR wurden keine Schulen wie das Ernestino mehr gebraucht. 1947 wurde die Schule dann leider geschlossen. Und vor 3 Jahren wurde das Ernestino in eine polytechnische Oberschule umgebaut, dessen Direktor Hugo Thiel ist. Vor ein paar Tagen wurde sie in Albert-Schweitzer-Schule umbenannt. Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Schön, dass wir uns alle mal wieder gesehen haben. Es hat mich echt gefreut. Hat mir echt Spaß gemacht, mit euch darüber zu erzählen. Aber verstehe doch, wenn heute unsere alte Lula nicht aufs Neue gegründet wird, dann wird sie nie wieder entstehen. Und tatsächlich wurde die Ulula, die Vereinigung ehemaliger Schüler, an diesem Tag mit 54 Teilnehmern wieder gegründet, um die Tradition zu erhalten und leistete einen wesentlichen Beitrag zur Wiedergründung des Gymnasium Ernestinums im Jahr 1991. Ey, du bring mir mal einen Hocker. Danke. Als Vorsitzender der Ulula spreche ich im Namen aller früheren und zukünftigen ernestinischen Schüler. Wir brauchen eine Schule, ein Gymnasium, an der die Schüler Gothas einen sicheren Bildungsweg finden. Ich fordere Hallo. Den Kreistag Gothas bittend um die Wiederöffnung des Gymnasiums auf. Oh, was ist denn hier los? Da muss ich mal gucken. Hallo, ich bin vom Kreistag Gotha. Ich habe noch eine Frage. Anni hat sich geklärt. Okay. Hallo, guten Tag. Vielen Dank an alle, die beim Wiederaufbau geholfen haben und auch an den Kreistag, der zum Wiederaufbau zugestimmt hat. Ich fühle mich sehr geehrt, dieses Gymnasium wieder auferblühen zu lassen in seinen früheren Farben und Pracht. Alle Schüler sind herzlich eingeladen, an unser schönes Gymnasium unter dem Leitspruch Cum Deo Edie zu lehren. Danke. Seit 2016 erfolgt die Komplexsanierung des Gymnasium Ernestinum in mehreren Bauabschnitten, die zum Zeitpunkt der Feier zum 500. Gründungsjahr 2024 noch nicht abgeschlossen ist. Vor Beginn der Sanierung übertrug die Stadt Gotha ihre Mykonius-Schule zur Nutzung an den Landkreis. Sie fungiert seither als gleichnamiger Schulteil des Ernestinums und wird auch nach dem Ende der Arbeiten für den gymnasialen Schulbetrieb genutzt werden. Herzlich willkommen zur Festveranstaltung anlässlich des 500-jährigen Bestehens des Gotha-Gymnasiums. Friedrich Mykonius war der damalige Superintendent in Gotha und er hat veranlasst, dass die Schule zurückgehend auf eine Lateinschule am 21. Dezember 1524 in Gotha gegründet wurde. Ein weiterer wichtiger Abschnitt war die Ernennung zum Gymnasium Lustre, weil man am Ernestinum sich vor allen Dingen auf die alten Sprachen konzentriert hat, Griechisch, Hebräisch und auch Latein. Und deswegen wurde diese Bezeichnung Gymnasium Lustre für das Ernestinum damals benannt.
In Gotha hat sich das Bürgertum im 17. Jahrhundert stark entwickelt und aus diesem Anlass wurde ein naturwissenschaftliches Gymnasium gegründet. Und 1859 kam es dann zur Zusammenlegung des naturwissenschaftlichen Gymnasiums und des humanistischen Gymnasiums im Augustinerkloster. Und darauf geht der Name auf diesen Zusammenschluss zurück, Gymnasium Ernestino. Für dieses naturwissenschaftliche Gymnasium wurde dann 1838-39 das Schulgebäude gebaut, welches heute in der Bergallee noch die Schule beherbergt. Ein ganz wichtiger Schritt war dann die Schließung der Schule 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg und 1991 gab es dann wieder die Möglichkeit, das Ernestinum zu gründen, zu restituieren. In einem Festakt fand am 1. November 1991 die Namensgebung in der Bergallee statt, aufgrund der Vorgänger, dem humanistischen Gymnasium am Augustinerkloster und dem naturwissenschaftlichen Gymnasium, hat man das neue Schulkonzept wieder entwickelt auf der Basis der Naturwissenschaften und eben der Sprachen. Und jetzt geht es wieder richtig los mit weiterer Musik. Viel Spaß euch noch. Come on, turn the radio.